Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, hier ist schon Smart Knee Tablet Kunst. Ich grüße euch. Wir, siehst du auf dem Internet, das könnt ihr ignorieren. Wir werden uns heute mal gemeinsam das Lenovo Xiaoxin Pad Plus anschauen. Ich mache sowas hier extrem selten, aber wir machen wirklich einfach nur ein bisschen Unboxing. Später werde ich dann noch alle meine Tests durchballern. Wir machen noch ein zweites Video. Nicht wir, ich. Aber... Ist klar? Heute nicht. Wir machen wirklich einfach nur mal... wir würden es mal so auf uns wirken lassen. Lenovo... Also ist das auf Chinesisch drauf. Ich glaube, das ist... Ich weiß gar nicht, ob es auch für den deutschen Markt... Hallo, Freunde. Wir machen eine kleine Unboxing mit anderer Technik und zwar ein... Das ist so cool. Lenovo Pad Plus. Okay, ein Lenovo Pad Plus. Ich kann euch aber sagen, es kostet 246 Euro und das gibt's bei Banco zu kaufen. Und Kabel, ich weiß nicht. Das ist ein Adapter von USB-C. Guck mal auf USB, auf Klinke. Kannst du Kopfhörer dran machen? Ah, für Kopfhörer. Und ein Kabel ist noch dabei. Ist ein Ladegerät mit dabei. Warum nicht denn? Naja, Tablets haben häufig kein Ladegerät. Ja. Musst du irgendwas anderes benutzen? Nee. Hä? Ja, schwöre. Dann ist nur ein Kabel dabei. Das ist heute auch bei Smartphones durchaus gängig. Aber nicht für deutsche Steckdosen. Ein Adapter war aber auch nicht dabei, müsst ihr dann bei eBay kaufen. Moment, vielleicht, nee. 12 Volt, 1,5 Volt, das ist ein 18 Watt Netzteil. Oh, ja, ist okay. Gibt's das noch für etwas anderes? Nee, das war's. Wow. Muss lauter Wow sagen, wenn's dir gefällt. Nee, das ist echt der coole, der so... Großer und Design ist sehr hübsch. Wow. Ach, guck mal. Ach, wirklich, das Design ist sehr schön. Zweifarbig. Also während Samin das bewundert, ich kann auch ein bisschen was sagen. Snapdragon 57G ist verbaut, 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Festspeicher. Das Display ist ein 2K-Panel, 10 Zoll, mit einer Auflösung von 2000x1200. Akku misst 7700 mAh. Wir haben Dual Wi-Fi und Bluetooth 5.1. GPS ist dabei. Soll ich anmachen? Ja, soll ich anmachen. Wir haben 4 JBL-Lautsprecher. Dolby Atmos wird unterstützt. Wow, USB Typ C. 3.1. Und Micro-SD-Kartenschacht ist auch dabei. 4x Pogo-Pin, was ist das denn? Kann man wahrscheinlich eine Tastatur oder sowas noch dran machen. Und wir haben einfach mal links und rechts Lautsprecher. Aber was ist mir erstmal eingefallen, also gefehlt, hat gefallen, das Power-Taste ist diese Seite. Ja, das ist nicht so? Normalerweise das, die alles ist eine auf der längeren Seite. Okay. Längeren Seite und alles in einer Seite, aber. Wir haben 2 Mikrofone. OTG, also USB OTG wird unterstützt. Oh, was soll ich hier wählen alles? Das, die wollen nicht nur austricksen. Ja, jetzt. Guck mal, das ganze Wasser. Oh, wow. Nicht schlecht. Ach, das kenne ich. Deine Lieblingsunterhaltung. Das ist auf Deutsch alles. Hier, Play Store ist auch drauf. Aber ich sehe gerade, also ein Adapter bekommt ihr fürs Ladegerät mit dazu. Das steht so in dem Lieferumfang. Das habe ich jetzt wahrscheinlich nicht bekommen, weil ich ein Testsample bekommen habe, halt für YouTube. Wollen wir sehen, wir haben hier auch die deutsche Tastatur. Also, das kann ja aber eine Shop-ROM sein. Das heißt, die hätten in dem Falle keinen Update-Support. Schönen guten Tag, Freunde, chinesischer Smart. Nee, Quatsch. Kopfhörerkunst. Ich habe etwas ganz anderes, das habe ich noch nie vorgestellt. Sonst krass, oder? Ja. Ich hatte auch keinen Bock drauf, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil das Bild schon so witzig aussieht und weil ich sowas einfach noch nie hatte. Und warum nicht? Für alles sollte ja irgendwann mal das erste Mal sein. Ich habe ein Headset, das heißt Telekom H1. Also, JBL, 4 JBL-Lautsprecher. Das ist echt krass. Also, der Truck hat immer so was Romantisches, oder? Ganz laut. Ist laut. Kann man auch mal Musik hören? Ja, mal zurück. Boah, das ist echt krass. Nee, wirklich, also bei Soundqualität ist echt gut. Und sehr starke Stimme kommt raus. Das ist schon ein krasses Teil. Willst du die Kamera anschauen? Noch? Ich weiß nur, Unboxing. Ich weiß jetzt nicht. Ich denke mal, bei Tablets normalerweise... Hä, das ist auch gute Kamera. Ich wollte sagen, dass die haben keine gute Kameras normalerweise. Oh, nö, nee, das ist nicht schlecht. Gutes Kamera hat... Hat eine gute Kamera. Hat eine gute Kamera. Ja, ist okay, ne? Also zumindest, was man jetzt halt so sieht, auch den 10 Zoll, ja, natürlich. Also im Vergleich zu anderen Tablets, was ich bisher gesehen habe, das hat gute Kamera. Okay, was würdest du dir jetzt da noch so prüfen bei dem Tablet? Was wäre jetzt noch relevant? Das Display ist schön.
ich denke schon, dann guck mal, wie langsam. Oh, sanft. Also es ist natürlich ein 60-Hertz-Panel, aber das sieht man jetzt so, gerade bei langsameren Bewegungen und diesen langsameren Übergangsbewegungen. Es ist nicht schlecht, meine ich, aber sanftig. Kann man auch Stifte extra holen oder? Das weiß ich leider nicht. Aber Tastatur kann man, ja. Also ja, eine Tastatur gibt es offensichtlich, weil es eben diesen 4-Pin-Anschluss hat, aber Stift-Support habe ich jetzt erstmal spontan nicht gefunden. Guck mal, Lenovo-Stift. Oh, doch, nicht verbunden. Das ist dann wahrscheinlich einer, der über Bluetooth angebunden wird. Gibt eine Systemaktualisierungs-App. Würdest du das Tablet benutzen? Ja, wenn du mir schenkst, ja. Das ist nicht schlecht. Sie hat ein gutes Tablet. Du brauchst jetzt nicht noch eins. Also, dein erster Eindruck. Also 250 Euro kostet es ja. 250. Wow. Findest du okay? Ja, ja, ich finde ganz okay. Weil, also, ja genau, die Größe des Tablets ist vollkommen in Ordnung. Es ist gar nicht schwer, gar nicht sehr groß, schmal. Ich finde es ganz okay, also... Und sehr hübsch bearbeitet, wirklich. Ich hatte ja schon ein paar Lenovo-Tablets und die Verarbeitungsqualität war immer insane gewesen. Gerade damals, wo ich halt noch viel wirklich Low-Budget-Tablets hatte und die auch in der Verarbeitungsqualität noch nicht so ran waren wie heute, war Lenovo schon was echt Besonderes gewesen. Ich muss aber eins halt vorausschicken, ich habe euch das Datenblatt ja schon genannt, das wird 250 Euro, ist das ja alles echt ziemlich gut. Da kommt eben noch das Design dazu, was ja nun überschwänglich gelobt wurde. Ja, wir haben diese B-Color-Rückseite, die ist auch matt, ja, also wie gesagt, sieht sehr nice aus. Das System ist überraschenderweise komplett auf Deutsch und der Play Store ist auch vorinstalliert. Das könnte darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine Shop-ROM handelt, die nicht geupdatet wird. Da müsste ich mit Banggood nochmal Rücksprache halten, weil ihr habt ja gemerkt, da ist ein Netzteil dabei, nicht für deutsche Steckdosen. Banggood liefert einen Adapter dazu, aber das bedeutet eben, dass es von Lenovo nicht für Europa vorgesehen war. Also es gibt auch CN-Versionen, also Internationals, mit der deutschen Systemsprache und mit dem Play Store. Das gibt's auch alles. Das müsste ich also nochmal abklären. Shop-ROMs kennen wir ja noch von früher. Und die bringen halt dann den Play Store mit und die bringen auch die deutsche Systemsprache, aber dann eben kein Update-Support. Aber das ist hier ja immer noch die originale Lenovo-ROM schon, weil die Shop-ROMs sind meistens Stock. Jetzt quatschen die uns voll. Die Shop-ROMs sind allerdings meistens Stock, das würde also dieser Theorie wieder entgegensprechen. Wir haben hier aber diesen komischen Lenovo, diese Lenovo-Page da, die man am Anfang auswählen kann, die ist auch komplett übersetzt. Das Einstellungsmenü ist eindeutig nicht Stock, ist auch alles perfekt übersetzt. Müsste ich nochmal Rücksprache halten, ob es hier eben Update-Support gibt. Im Moment gibt es kein Update zum Installieren. Falls das natürlich dann kommt, falls ein Update kommt, hat sich das natürlich erledigt. Das würde ich dann im nächsten Video nachreichen. Da gibt es dann die ganzen Nerd-Infos nochmal. Da werde ich die ganzen Benchmarks durchholzen. Da werde ich mal ein Game installieren und mit euch zocken. Da werde ich die Kamera mir nochmal ein bisschen mehr anschauen. Wir hatten jetzt den ersten Eindruck. Samin findet es. Finde Tablet-Kamera findet es gut. Ja, das finde ich echt gut. Ja, Tablets haben meistens echt räudige Kameras. Mhm. Tippt hier noch wild rum. Ich glaube, sie merkt das Gerät auf jeden Fall. Schön. Es sollte nur ein erster Eindruck sein, halt ein gemeinsamer. Das ist ja jetzt dieses Format eben mit Samin, wo ich mir ab und zu mein ausgewähltes Gerät anschaue. Und ich habe mir das Gerät selber auch tatsächlich vorher gar nicht angeschaut und sie auch nicht. Ich würde einfach mal so den ersten Eindruck mal so gemeinsam auf uns wirken lassen. Also sie wird dann mal weiter das Gerät sich anschauen und ich verlinke es euch dann in der Zwischenzeit unten in der Videobeschreibung direkt zu Banggood, 246 Euro. Importkosten kommen nicht dazu, Versand noch 26 Cent. Ich denke, damit kann man leben und ich denke mal, das reicht dann auch erstmal für den ersten Eindruck. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen oder meinen Kanal abonnieren. Ich denke mal, ich bin der einzige deutschsprachige YouTuber, der dieses Tablet vorgestellt hat. Das Lenovo Xiaotian Pad Plus. Wie kann man der Passwort eingeben oder es hat keine Fingerabdruckscanner? Nee, Fingerabdruckscanner hat es glaube ich nicht. Es gibt Face ID, das Teil, also Gesichtsentsperrung. Ah, hier ist der Sicherheitsstand, 5. Juni 21. Oh, liegt ein halbes Jahr zurück. Wie gesagt, da werde ich nochmal Rücksprache halten und werde euch diesbezüglich dann nochmal informieren. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf dem nächsten Video wieder. Ach, willst du Tschüss sagen? Mhm. Ich dachte, machen wir noch weiter. Na, was willst du noch sagen? Naja, ich finde diese etwas Passwort in Sicherheit dafür. Ja, das gibt's auch. Hier hast du Displaysperre, die Standard, ne? PIN, Passwort. Und du kannst dein Gesicht einscannen. Einen Fingerabdruckscanner gibt es nicht. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Ich hoffe. Ja, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ich hätte ja schon vorgegeben und du kannst es nicht erzählen. Nein, nein.